Was? Warum? Warum denn wohl? Warum wohl? Oh, Lena Biossé, was steht auf deiner Agenda heute alles drauf? Wir haben ein Update zum Sommerhaus. Raffi, Sam, Jasmin, Tawil. Wir haben auch ein Update zu Jelis, Philendereck, Johannes, Ibiza. Wir haben uns die Folgen vom Wendler angeguckt und gehen sie richtig durch. Genauso wie Are You the One? Dranbleiben, reingucken. Achtung, Achtung, tschechische Babybitch geschlüpft. So. Und jetzt ist sie schöner. Katja Krasavice, bekannt als Katrin Vogel. Nee. Klar, sie ist ja bekannt als Katrin Vogel. Und damit herzlich willkommen zu Folge It's a Tranny 2 Trashkurs und auch dem zweiten Video diese Woche, denn wir haben bereits als erstes über das Buch von Katja Krasavice berichtet, was am Mittwoch rausgekommen ist. Die 10 Gebote, die sie in ihrer Bitch-Bibel vorstellt. Ganz kurz zusammengefasst für euch, es war ein hartes Stück Arbeit, es hat viel Nerven gekostet und für alle, die es nicht gesehen haben. Bei mir kommen nur dicke Riemen in Frage. Schaut gerne auf unserem Instagram-Account vorbei, Trashkurs, und dort findet ihr auch unser wunderbares 20-Minuten-Video zum Thema Bitch-Bibel. Leider ist es jetzt schon zu spät fürs Gewinnspiel, es tut mir leid. Hätte da ein bisschen schneller sein müssen, nächstes Mal vielleicht. Aber es kommt bestimmt mal wieder was ganz, klar. ganz eines. Aber Tessa, fangen wir an. Wendler und die Laura, jetzt geheiratet. Genau. Zwei ersten Folgen sind raus, mittlerweile auch schon 3, aber ganz entspannt. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist ein Unfall, man kann nicht hingucken, kann aber auch nicht weggucken. Ich kann auch nicht mehr zuhören. Ich habe das Gefühl, sie spricht immer mehr so dieses Nasale irgendwo hier hinten. Immer, Sie haben sich ja dazu entschieden, du, wir möchten, dass die Presse hinter die Kulissen schaut, damit die Leute wissen, dass wir uns wirklich echt lieben. Das ist der einzige Grund. Das erste Mal. Laut gelacht. Und dann wurden in der ersten Folge die Vorbereitungen getroffen für den wunderschönen Antrag. Der Micha hatte ein paar Ideen, der wollte mit einem Speedboat fahren. Aber, da hat der Manager gesagt, Micha, ja, die Kohle, hey, die Kohle, hey. Weißt du, es läuft mit halt nicht. Gut, okay, dann kaufe ich halt tausende Rosen. Die Blumenfrau stand auch da, war so, ein Antrag für ihre Freundin. Schön, auch cool. Laura ist Romantikerin durch und durch. Rosen, Kerzen. Rot, die Farbe rot. Feuer. Alles. Sie ist sehr impulsiv. Der Micha wusste es nicht. Es kann sein, sie freut sich total. Es kann sein, sie sagt nein, weil sie einen schlechten Tag hat. Oder sie geht einfach. Okay. Nein, aber ganz ehrlich, so waren wir alle in der Pubertät. Das stimmt. Oh Gott, das stimmt. Wie wir nicht in der Pubertät waren, was hatte der Typ für eine Lederjacke an? Da waren Gürtelschnallen hier obendrauf. Lena, nein. Weiter geht's. Er hatte dann sich hier 1 Milliarde Rosen geholt. Er hat ein paar Herzluftballons, Heliumluftballons geholt. Hyalalom Lilium. Und das Hotelzimmer schön geschmückt. Er hat halt nichts gemacht, außer den ersten Kübel Rosen abzuholen und den halt hinzustellen und dann nochmal ein bisschen zu trapieren. Denn es liegt doch dem Micha im Blut. Da hat er ein Gefühl für, oh, die Rose ist nicht richtig, oh, das passt nicht, nee. Da mache ich so. Aber ansonsten hat er einfach keinen Finger gerührt, außer nochmal die Felldecke von links nach rechts aufs Sofa zu legen. Dann kam Laura. Alles unter dem Vorwand, ja, die Laura hat ja eh eine Kooperation mit einem Juwelier. Ach, sag bloß. Aber hat sich für dieses Geschäftsmeeting so hübsch gemacht, dass es nur noch so viel gefehlt hätte, bis man halt alles gesehen hätte. Laura soll mal erzählen, was wir jetzt hier machen. So. Ja, ich habe jetzt hier ein Meeting, Kooperationsgespräch, Juwelier, Die hat ja auch richtig Bock drauf gehabt. Todesbock. Super unsympathisch, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Aber das war halt schon wieder, wie du es auch schon gesagt hast, so ein richtiger Teenie-Move einfach. Es ist wahrscheinlich nichts gewesen, sie war einfach nur angepisst und stand deshalb so daneben und war so, oh, ja, ich habe jetzt hier das Meeting mit dem, oh, freue mich total. Ja, und so war sie auch, bevor wir zum großen Moment kommen, so war sie ja auch, wenn sie mit Micha draußen auf der Straße jetzt in Köln, Düsseldorf, Umgebung unterwegs war und Fans sich einfach gefreut haben, die zu sehen. Ne? Micha ist so, ja, na klar, wir machen ein Foto. Laura steht wirklich
wie ein angesäuertes Kind, was schon viel zu lange im Auto sitzt und die ganze Zeit fragt, wann sind wir endlich da? Hat bestimmt gern keinen Lolli bekommen oder so. Na, so stand sie da so, ich gehe schon mal vor. Ihr wollt doch bestimmt mit der Laufen. Sie sagt ja nichts, grinst sie kurz, die redet nicht mit den Fans, sie sagt, nee, hallo, danke, tschüss, nichts. Macht kurz so. Und ja, Laura, das ist das Leben, was du dir jetzt ausgesucht hast. Da musst du jetzt mit klarkommen. Komm mit zum Moment. Sie sind in das Hotelzimmer rein und die Laura hat auf einmal ihren kompletten Wortschatz vergessen. Sie konnte nur noch sagen, warum? Was? Warum? Warum, Sophie? Warum? Mein Gott. Warum? Was? Warum denn wohl? Warum wohl? Dann gab es den Antrag, möchtest du mit mir zusammen sein? Möchtest du meine Frau werden? Die Tränen. I love you. War auch richtig. Ich wusste nicht so richtig, lacht sie gerade oder weint sie? Oder ist sie so? Ich habe auch erst gedacht, es wäre ein Fake-Wein, aber dann wurde es irgendwie doch echt. Ich habe auf jeden Fall fast gekotzt, es hat mich richtig genervt. Naja. Alles klar, Antrag fertig. Es war super cool. Sie hat ja gesagt. Oh, bloß. Ja, sie hat ja gesagt, wer hätte damit gerechnet? Wow. Dann, zweite Folge. Micha hat einen neuen Plattenvertrag und da ist eben ein Deal, dass mindestens 2 Lieder, glaube ich, mit Laura sein müssen. Er spricht es nur an, sie sitzt da, fängt direkt an zu weinen, verlässt das so. Steht ja sofort nicht vor der Kamera. Ja. Sie hat ja nicht mal was dazu gesagt. Er meinte nur so, komm, jetzt willst du das singen? Und geht so weg. Ich will nicht vor der Kamera weinen. Und Micha war auch so, hat ein bisschen, musste sich das Lachen verkneifen, ne? Ja. Und dann hat er auch noch irgendeinen Spruch rausgebracht von wegen, ja, manchmal merkt dann die Laura, dass ich dann einfach mal durchgreifen muss. Ja. Also hat er irgendeinen Satz gesagt, wo man wirklich dachte, Alter, das ist halt eine Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Ja, der Manager hat dann alles geregelt. Micha hat natürlich nochmal, sie liebt den DJ, rausgehauen wie ein junger Gott. Und sie tanzt in die Nacht. Und träumt sich mit ihm vor. Geh nicht so in mich rein, Micha, das kannst du heute Abend. Aber jetzt erstmal Schluss. Es hieß dann, Laura, du musst halt nicht singen, dann war alles wieder gut, hat sie auch gleich gesagt. Ah ja, es ist ja so, es ist dann alles schlecht und dann heißt es, du musst es nicht machen, dann ist ja wieder alles gut. Das einzig Gute daran ist, dass die Folgen jeweils nur 25 Minuten gehen, weil 45, das kann ich nicht. Ich habe mir alte Bilder angeguckt und neue Bilder. Es wurde definitiv hier im Lippenbereich ein bisschen was gemacht. So, geht's ein bisschen, ist ein bisschen was in die Lippe. Hülalelolon. Hülalelon. Und ja. Deswegen sitzt sie auch nur noch so da. So. Vielleicht konnte sie deshalb nicht singen, weil sie die Oberlippe nicht bewegen kann. Geil. Machen wir weiter mit. Jetzt muss sie ein bisschen. Mach mal wieder richtig Boom. Damn, ey, spinning bars. Leute, Achtung, stopp, bevor es jetzt hier weitergeht, was wir jetzt sagen, ihr wisst es, unter Vorbehalt, ja? Mit bisschen mit Vorsicht genießen, es ist nichts bestätigt, wir geben euch hier nur ein Update. Mehr wissen wir auch noch nicht. Nee. Wir haben ja gesagt, Raffi und Sam sind dabei, haben jetzt abgesagt. Erst hieß sie es, waren eigentlich wirklich sehr safe, dachte ich. Ja, und ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, weil die sehr großes Dramapotenzial haben, beide, so wie ich das in der Vergangenheit feststellen konnte. Ja. Haben jetzt abgesagt, erst hieß es, dass sie Angst vor dem Sommerhausfluch haben, denn es trennt sich mindestens ein Paar danach. Aber ist jetzt auch geil, da, wenn du denkst, dass deine Beziehung so instabil ist, dass so, oh Gott, Sommerhaus, wir dürfen da nicht rein. Das schaffen wir nicht. Ja. Jetzt hat aber Sam bestätigt, sie hätten ein anderes Format abgedreht und aus Vertragsgründen dürften sie dann eben nicht am Sommerhaus teilnehmen. Dieses andere Format, von dem gesprochen wird, da ist wohl auch Sandy Fese dabei, irgendein Berlin oder Köln, Nacht, Tag, Mittag Darsteller dabei und Jasmin Tawil. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und da ist mir eingefallen, alter Tessa, wir müssen, was war denn mit Jasmin Tawil? Die ist ja jetzt schon seit einer Weile in Deutschland. Beim Gearbox. War dann mal bei Marco Schreil am Mittag und dann war sie ja erstmal gone. Irgendwie ein bisschen was mit Music. Music makes me lose control. Und jetzt hat sie wahrscheinlich auch bei dem Format mitgemacht. Und wenn dieses der Fall sein sollte, dann ist das schon ein bisschen Trash Deluxe.
Das hat sie doch aber auch vor Ewigkeiten in ihrer Story gehabt, oder? So viel dazu. Was haben wir noch? Es gibt eine neue Clique auf Ibiza. Oh. Es handelt sich um unseren lieben Vier-Ländereck-Johannes mal wieder. Der hängt seit neuestem mit Bonnie Strange ab. Wie haben die sich denn getroffen? Wie ist denn das zustande gekommen? Ibiza ist doch auch ein Dorf. Und die da auch, oder was? Ja. Sie ist vor über einem Jahr sie nach Ibiza gezogen. Mit ihrem Baby? Ja, das Baby. Nee, das hat sie da gelassen. Das Baby hat sie vor Corona an ihre Mutter übergeben. Es ist nein. So, doch. Und es ist jetzt nicht mit dort. Es ist seit 3 Monaten nicht mehr bei ihr gewesen. Also ist vielleicht gestört ist das, aber weil sie hatte ein anderes Baby aufgenommen, wieder ein Jungspund, Petre irgendwas, kennt man auch nicht, ist noch ein Musiker, die nimmt doch immer so, Musik, die nicht Baby. So bekannt sind, dann färbt sie denen die Augenbrauen und die Haare und dann geht das los. So, ja. Diese beiden befinden sich auf ihrer Finca, dann Vierländereck Johannes, der ja nach Ibiza auch gezogen ist. Dann aber eine Shia Lewis oder so. Le Shia, die schon länger auf Ibiza wohnt, auch irgendwie mal ab und zu Bikinis rausbringt, was man halt so auf Ibiza macht. und auch kein Kind von Traurigkeit ist, wie man ja verfolgen konnte auf ihrem Bali-Trip. Jedenfalls haben die sich alle irgendwie gefunden und zwischen Johannes und Le Shia wird jetzt gleich wieder gemunkelt, so, oh, ist ein Couple ever. Da gab es einen zarten Moment, definitiv. Das ist diese Clique. Was ist jetzt mit Jelis? Jelis hat ja in ihrer Story vor ein paar Tagen schon mal gesagt, du, ich lerne gerade jemanden kennen. Es tauchen öfter Bilder mit ihr und Philippe auf. Philippe von Bachelor in Paradise. Ich weiß nicht, wie die Connection dort zustande gekommen ist, aber die sind ja immer alle untereinander irgendwie verstrickt. Das ist eine Bachelor-Welt, ja. Sie hat ein Foto von ihm gepostet mit ihrem kleinen Welpen. Und sie hatte jetzt auch vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass es für sie erstmal nach Hamburg geht. Und Philippe kommt aus Hamburg. Jelis hatte noch einen kleinen Moment diese Woche, denn sie war mit dieser Samantha. Silvana, Sarafina, Estefania Kelenta. Auch vom Bachelor in Paradise bekannt. Die hatte was mit dem Mann Aurelio. Sie war essen und sie haben doch nicht tatsächlich in die Teekanne reingeguckt. 2 tote Fliegen. Ey, weißt du, was ich da mache hier sofort? 110. Hallo? Kommen Sie bitte vorbei. Es ist ganz Schlimmes passiert. Kommen Sie schnell, bitte. Sie wollten das dann nicht bezahlen. Sie haben natürlich auch dort gegessen. Du, wenn da eine tote Fliege drin ist, dann will ich das nicht. Die Polizei ist gekommen. Sie mussten es nicht bezahlen. Ist das deren Ernst? Ja. Nee. Na, dann geht's weiter. Are you the one? Es gab ja ein paar Eclairs dieses Mal wenigstens. Ein paar Eclairs. Ich wollte gerade sagen, ein paar Eclairs. Aber, wenn du jetzt so lachst, muss ich immer an diese Hühner denken. Welche Hühner? Ist dir das nicht mal aufgefallen? Wenn du so... Starten wir mit Folge 9. Folge 9 und 10 drehen sich eigentlich hauptsächlich um Elijah. Du, Tessa, ist der uns nicht irgendwie bekannt? Ich kenne ihn noch mit seinem echten Namen, Tom, aus der Sachsen-WG. Hi, mein Name ist Tom Graberg, ich komme aus Leipzig, bin 25 Jahre alt und auch bekannt als Tomster, dann sehe ich so aus hier. Wir haben versucht, mal nachzufragen, wir wollten einfach mal ein bisschen Konversation betreiben mit Elijah, mit dem Life-Coach, aber... Leute, es tut uns leid, wir haben unser Bestes versucht, aber scheinbar besteht kein Interesse. Wir kommen nicht am Management vorbei, was in diesem Fall einfach sein Instagram-Account ist. Das große Problem war, dass Elijah und Sabrina vermuten, sie sind das Perfect Match. Die können sie aber gar nicht leiden. Elijah durfte sich 3 Frauen aussuchen fürs Date. Ivana, ganz klar, denn die will ja jeder haben. Nadine und natürlich Sabrina. Wo alle denken, das ist Perfect Match, aber keiner möchte es. Nee, und so natürlich war es nämlich nicht, weil er gesagt hat, nee, um Gottes Willen, wer Schlimmste. Es wurde so schlecht, also wirklich. Und dann hat er wieder Punkte gesammelt, indem er ja gesagt hat, du, ich bin hier erwachsen. Na, da stelle ich mein Ego zurück und sage, komm, okay, du darfst mich kennenlernen. Ja, dann hatten alle 3 Gespräche. Ja, Ivana sowieso, ja, voll auf einer Wellenlänge, bababa, tatütata. Dann wurde er in das Matchzimmer reingewählt mit Ivana. No match. Was? Au. Oh.
Scheiße. Ivana wirkte auf mich nicht sonderlich traurig. Null. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, cool, bloß gut. Ja, ja. Die hat ja auch das Vision Board mit Dominik geteilt und nicht mit Elijah. Also das ist ja ganz klar. Giuliano entpuppte sich auf einmal als der kleine Pferdenarr. Ja. Meinte, du, ich hatte früher 6 Pferde, ich war mit 3 beim Springreiten mit Bibi und Tina und hatte den kleinen Schmuck auf dem Kopf. Peter, was ist denn mit Giuliano los? Ja, da hast du Haflinger, da hast du Stuten, da hast du einen Shetland-Pony. Hat dich alles. Aber, nee, ganz ehrlich, ich glaube dem das nicht. Ich glaube, das wusste der einfach wirklich nur von Bibi Blocksberg. Nee, ich glaube dem das. Ich glaube dem das. Naja. Und die, mit der er da gesprochen hat, leider weiß ich gerade nicht mehr, wer das war. Michelle Vaillant. Michelle hatte kleines Funkeln im Auge, ich habe es gesehen. Alex und Maddie dann irgendwie, nehmt ihm dieses Bandana ab, ich kann den Jungen nicht ernst nehmen, Herrgott, noch einmal. Dann war eigentlich auch schon Matching Night, wir hatten 5 Lichter. Ich sage dir, Kevin und Kathi, glaube ich schon, dass sie ein Match. Glaube ich auch. Definitiv. Ja. Bei den Rest der Konstellation kann ich es mir eigentlich nie vorstellen. Aber Dominik und Ivana könnte es mir auch vorstellen. Sabrina hat schlau gespielt und hat gesagt, gut, Elijah, ich nehme dich jetzt. Sie hat ja einfach nur vorne gesagt, ja, es wird wahrscheinlich so sein. Und er guckt sie wirklich so von oben herab an und meint, ja, also das Bauchgefühl, das habe ich jetzt noch nicht. Mit den Gefühlen bin ich noch nicht so weit. Ich bin nicht immer so, denn wenn ich mich verliebe, bin ich aufgeregt. Alter, entspann dich. Als ob sie voll in Love ist. Ja, oh, so ein arrogantes... Er war dann richtig abgefuckt davon. Er meinte, er möchte nicht mehr mit dir zusammensitzen. Versteh doch mal, er fühlt sie nicht. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich sag's dir jetzt noch einmal und das letzte Mal. Wenn ich nicht fühle, dann fühle ich dich nicht. Boah, was für eine unangenehme Person. Er hat mit ihr geredet, wie mit einem kleinen Kind auch so. Ja, vielleicht nimmst du dir erstmal zu Herzen, dass man nicht lacht, wenn der andere spricht. So. Das macht dich lächerlich. Sie auch so, oh, ich kann wahrscheinlich noch viel von dir lernen. Also, ja, kannst du auch, ich will dir nichts beibringen. Uff, Ulf. Es war alles ganz, ganz schlimm. Der war super, super aggro. Also, wie man sich so schlimm gegenüber einer Frau verhalten kann. Ha, alles cool, denn Tomstars back. Auf diesen Boot träume ich einfach mal Swag. Nee, generell überhaupt gegen, die hat ja nichts gemacht. 30. Mit 30. 32. Juliano war enttäuscht, dass Maddie Alex genommen hat. Hat dann aber gesagt, ich hoffe, ich bin mit Laura ein Match. Es kann alles passieren, es ist alles offen. Ich würde ja gerne sagen, ich bin gespannt aufs nächste Mal, aber geht so. Nee, eigentlich, also so langsam, wir werden das wahrscheinlich auch in Zukunft immer kürzer fassen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zum Abschied, das, was wir immer sagen, folgt uns bitte gerne auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut, unter Trashkurs. Wir sind auch auf TikTok. Möchte jemand einen Kaffee? Claro, mach ich. Für alle möchte jemand einen Espresso oder eine Latte Citato. Oui. Auch unter Trashkurs bei YouTube und bei Facebook über Tag 24. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Likes. Und danke für alle, noch mal das exklusive Video an mit Katja Krasavice. Mit. Ganz genau. Über Katrin Vogel. Ich sage einfach nur, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr es am Montag guckt, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. Macht's euch hübsch. Und du auch, Lena. Tschüss. Ja, ich habe hier gleich mein Bio-Fail-Ding wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Oh. Au.